Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Georgi und heute stelle ich euch den Pace One Link vor. Der Pace One Link ist ein smarter OBD-Stecker, ähnlich wie der Tanktalerstecker, den ich euch neulich schon mal vorgestellt habe. Die Features des Steckers sind ein automatischer Notruf, ein Dashboard beim Fahren, ein automatisches Fahrtenbuch und auch noch ein Tankvorgang-Tracker. Zusätzlich habt ihr auch noch einen Spritspartrainer eingebaut, der euch versucht, so ein bisschen zu vermitteln, wie ihr ökologischer fahren könnt. Am Ende des Videos gibt es dann auch noch was zu gewinnen, also dranbleiben lohnt sich. Die Installation des Pace One Links war sehr einfach. Zunächst muss man sich einmal die App aus dem Play Store oder aus dem App Store runterladen und anschließend erstellt man einen Account und wird durch die ersten Schritte in der Installation geleitet. Die App fordert einen dann auf, den Stecker mit eurem Handy zu pairen. Hierzu müsst ihr den Pace One Link in euer OBD-Interface im Auto stecken. In meinem Scirocco befindet sich das OBD-Interface im Fußraum auf der Fahrerseite. Anschließend müssen wir noch den Motor starten, sodass der Stecker mit Strom versorgt wird. Nun müssen wir einmal den Button des Pace One Links drücken, um das Pairing anzustoßen. Nachdem nun das Gerät auf eurem Handy gefunden wurde und das Pairing erfolgreich war, müssen wir nur noch die Informationen unseres Autos eingeben. Hier wird unter anderem auch die Fahrgestellnummer abgefragt. Ich war mir erst nicht ganz sicher, wieso man sowas angeben muss, da man auch den Kilometerstand, den Fahrzeugtyp, die Farbe und ähnliches angeben muss, aber ich nehme an, dass es dafür ist, die Funktion des Fahrzeugs besser auslesen zu können und auch Fehler kurz besser zuordnen zu können. So, nachdem wir die Installation jetzt endlich abgeschlossen haben, kann es jetzt endlich losgehen und ich kann euch den Stecker zeigen. So dachte ich zumindest. Zunächst müssen wir noch ein Update installieren. Hier ist zu sagen, dass Pace regelmäßig Updates für die App und auch für den Stecker bereitstellt, was ja durchaus auch ein Pluspunkt ist. So, nun sind wir endlich mit der Installation des Steckers fertig, aber was kann denn der Stecker nun eigentlich? Pace hat verschiedene Features. Zum einen ein Dashboard für die Fahrt, ein automatisches Fahrtenbuch, ein Tankvorgang-Tracking und eine Parkpositionsspeicherung. Zusätzlich hat Pace noch einen Spritspartrainer und einen automatischen Notruf. Aber nun mal ganz der Reihe nach. Das Dashboard wird während der Fahrt automatisch aktiviert und zeigt uns verschiedene Fahrzeugdaten an. Einige davon sind sicherlich überflüssig, da wir diese bereits im Dashboard unseres Autos sehen, in der Tachoeinheit. Es gibt aber auch ein paar Punkte, die ganz interessant sind. Zum einen zeigt es uns die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung an, quasi wie in einer Verkehrsschilderkennung, nur eben, dass man auf die Kartendaten zurückgreift und dies nicht ganz so genau ist, da es keine Baustellen zum Beispiel berücksichtigt. Die aktuelle Geschwindigkeit wird natürlich auch inklusive Korrektur angezeigt. Das heißt, der Tacho ist ja meistens bei einem Auto nie 100% genau und hier wird der korrekte Wert angezeigt, der quasi nach GPS-Daten berechnet wurde. Außerdem wird noch ein G-Kräftemesser angezeigt. Das kennen wir bereits aus einigen Autos wie zum Beispiel dem Nissan GT-R oder auch dem neuen Audi RS5. Zusätzlich können wir dann auch noch die Motorlast sehen, was uns jetzt im Alltag aber nicht wirklich viel weiterhilft. Wir können auch noch zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Hier können wir zum einen den unteren Teil des Dashboards durch seitliches Swipen austauschen. So können wir uns Fahrtipps, Musiksteuerung, Spritkosten pro 100 Kilometer beim aktuellen Spritverbrauch, eine Karte oder den Drehzahlmesser anzeigen lassen. Durch Swipe nach oben kommen wir dann noch zu einer vergrößerten Ansicht von den wichtigsten Elementen. Persönlich fand ich diese Ansicht jetzt am besten. Insgesamt kann ich aber sagen, dass ich das Dashboard von Pace eigentlich nie genutzt habe, da ich meistens mit Google Maps fahre und die verschiedenen Werte, die der Stecker anzeigt, die bringen jetzt auch nicht wirklich viel Mehrwert. Die meisten Werte davon habe ich eh schon in meinem Tacho zu sehen, insofern brauche ich das eigentlich gar nicht zu benutzen. Ein weiteres Feature von Pace ist ja das Fahrtenbuch. Das Fahrtenbuch ist ein Feature, was vielleicht für selbstständige Personen interessant ist, da der OBD-Stecker so automatisch für euch die Fahrten lockt. So kriegt ihr dann zum Schluss einfach eine finanzamtkonforme PDF, die ihr herunterladen könnt und diese dann direkt für eure Steuererklärung benutzen könnt. Das Tracking der Tankvorgänge ist auch relativ einfach möglich. Hier kann man eingeben, wie viel man wann und was getankt hat und wie viel man gezahlt hat, sodass man einen Überblick behält, was so an Spritkosten beim Fahren draufgeht und was man auch so gezahlt hat. Das Parkposition-Feature ist für Leute, die in einer Großstadt wohnen, sicherlich ein sehr geiles Feature. Man muss allerdings sagen, dass Apple Maps und Google Maps dies mittlerweile auch schon selber anbieten, sodass man eigentlich keinen Mehrwert durch den Stecker hat, da der Stecker auch nur auf die GPS-Daten des Handys zurückgreift. Hätte der Stecker jetzt aber ein eingebautes GPS-Modul, dann wüsste man zu jeder Zeit, wo das Auto gerade steht, auch wenn ein Familienmitglied zum Beispiel gerade mit Einkaufen gefahren ist und es woanders geparkt hat. Den Spritspartrainer hatte ich ja vorhin schon beim Dashboard angesprochen. Der gibt einem Tipps, wie man ökonomischer fahren kann. Und das ist ja schließlich was wir alle wollen, oder nicht? Zusätzlich zu den Features, die man bereits beim Dashboard sieht, wo er einem zum Beispiel zeigt, dass man weniger stark bremsen soll, langsamer anfahren soll, vorausschauender fahren soll, nicht so stark in die Kurven gehen soll, kann man im Nachhinein auch noch schauen, was man so auf 100 Kilometer verbraucht. Hier wird einem nicht nur der Verbrauch pro Liter angegeben, sondern auch ein ausgerechneter Betrag pro Euro angezeigt, dass man ungefähr weiß, was einem der Kilometer bzw. die 100 Kilometer kosten werden.
Außerdem kann man sich natürlich auch noch die Auswertung der individuellen Fahrten ansehen. Dabei wird einem auch ein Öko-Score angezeigt, der meistens bei mir zwischen 70 und 95 lag. Ich muss dazu sagen, dass ich Pace ja schon in einer früheren Version getestet hatte und da lag der Score bei mir immer bei 90 rum, was schon sehr ökologisch ist. Wer mich kennt, der weiß allerdings, dass ich nicht besonders ökologisch meistens fahre und weiß dann auch, dass dieser Score am Anfang wahrscheinlich nicht so richtig war. Mittlerweile hat sich da einiges getan an der App und er zeigt, denke ich, mit 70 bis 90 auch den richtigen Wert an, je nach Fahrverhalten. Ob man hierdurch jetzt sein Fahrverhalten ändert, ist natürlich eine andere Sache. Kommen wir nun zum letzten Feature, was ich euch von Pace noch vorstellen möchte. Es ist zwar ein Feature, das ich hoffentlich nie brauchen werde, aber es ist auch das wichtigste Feature, wie ich finde, von Pace. Es ist nämlich der automatische Notruf. Der Pace OBD-Stecker kann anhand verschiedener Sensoren erkennen, ob ihr gerade einen Unfall hattet und dann gegebenenfalls den Notarzt rufen. Dann wird über euer Handy ein Countdown aktiviert, wo ihr 30 Sekunden lang Zeit habt, dies zu aktivieren, falls das ein Fehler war, und ansonsten wird der Notruf gerufen. Gleichzeitig wird er bei eurer Location übermittelt, was wertvolle Zeit sparen kann und auch euer Leben retten kann. Auch wenn ich zwar nicht glaube, dass ich das Feature je brauchen werde, da ich meistens nur in der Stadt unterwegs bin, wo man meist nicht sonderlich schnell fährt, dann ist es doch gut zu wissen, dass auf jeden Fall jemand den Notarzt ruft, wenn mal was passiert ist. Gerade für Leute mit Kindern, die Fahranfänger sind oder auf dem Land wohnen und auf Landstraße fahren, ist es auf jeden Fall ein super Feature. Dieses Feature ist übrigens auch ab März 2018 in jedem Neuwagen Pflicht. So, kommen wir nun mal zum Fazit und zum Gewinnspiel. Würde ich mir das Produkt kaufen? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt und gerade auch das Notruf-Feature ist auf jeden Fall für ältere Autos ein verdammt geiles Feature zum Nachrüsten der Autos. Die anderen Features sind nice to have, aber sind jetzt nicht wirklich welche, die mich irgendwie vom Hocker hauen. Man muss auch überlegen, dass das Produkt 119 Euro kostet. Bei einem Preis von 50 Euro oder so würde ich es mir, denke ich, kaufen, aber für 119 Euro denke ich eher nicht. So, ihr müsst jetzt aber kein Geld ausgeben, denn ihr könnt dieses Produkt gewinnen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist ganz einfach. Ihr abonniert den Kanal, natürlich hier unten, schreibt einen Kommentar, welches Feature ihr davon am geilsten findet und dann seid ihr auch schon dabei. Den Gewinner werde ich dann nach meinem Roadtrip bekannt geben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.